Hallo zusammen, ihr Sternengucker und Möchtegern-Astronauten. Heute habe ich für euch ein Heimplanetarium von der Marke Segatoys, das Homestar Original, das ich besprechen soll. Und ich habe das schon mal ausgepackt, ich habe da schon was vorbereitet. Und zwar kommt es mit so einem nicht wirklich schönen, sehr lapprigen Karton, ist aber durch diese Plastikverpackung ganz gut geschützt. Mit dabei ist ein Poster von der nördlichen Hemisphäre. Und auf der Rückseite haben wir noch die südliche Hemisphäre. Das Poster ist recht klein, hätte ich mir größer gewünscht, aber schön. Die Kappe ist nicht zum ersten Mal abgefallen, die Linse eigentlich schützen soll. Die ist ein bisschen instabil. Mit dabei ist die Gebrauchsanweisung, ein Netzkabel. Und in der Lieferung enthalten ist die nördliche Hemisphäre mit Sternbildern und einmal die nördliche Hemisphäre ohne Sternbilder. Ich habe noch die Projektionsscheiben dazu bekommen. Und zwar haben wir hier noch die Tagesseite von Erde und Mond, die Nachtseite von Erde und Mond, die Andromeda-Galaxie und die südliche Hemisphäre, meine Lieblingsprojektionsscheibe. Aber dazu kommen wir später. So sieht das Fach aus, in dem man die Scheiben einlegt. Es wird hier eingeführt. Man hat noch die Funktion Timer, wodurch man, wenn man einschlafen möchte, während man sich das anguckt, kann man wählen zwischen 15, 30 und 60 Minuten. Man kann es einmal nach links und einmal nach rechts rotieren lassen. Und es gibt noch eine Sternschnuppenfunktion. Gerade für Kinder, glaube ich, ein Highlight. Das Ganze ist, wie gesagt, mit einem Netzkabel. Das heißt, man braucht ein Verlängerungskabel oder eine Steckdose in der Nähe. Ich fange mal mit der nördlichen Hemisphäre an. Ich muss euch allerdings dazu sagen, dass wir das hier gerade mit einem Handy filmen und die Qualität des Videos wahrscheinlich nicht so gut sein wird wie das, was wir hier live gerade sehen. So, das hakt hier immer so ein bisschen. So ein bisschen rumruckeln ist das. Das ist natürlich der Vorführeffekt, jetzt dauert es richtig lange. So. Hier schaltet man es an und hier um die Linse herum kann man es dann scharf stellen. Muss man eine Menge rumkurbeln und leider ist das Ganze nur manuell. Es gibt keine Fernbedienung dabei. Ich mache es einfach mal an und zeige euch, was das Heimplanetarium Homestar so kann. Einmal bitte das Licht aus. Wie ihr seht, ist es an den Rändern unscharf. Ich hoffe, das kommt auf dem Video auch rüber. Das liegt daran, dass es in Planetarien eine Kuppel gibt und wir hier leider keine Kuppel haben. Daher ist die Projektion immer in der Mitte scharf und in den Außenrändern ein bisschen fuzzy. So, ich schalte jetzt mal die Funktionen dazu. Das ist die Rotationsfunktion und das hier ist die Sternschnuppenfunktion. Ich bin mal jetzt einen Moment ruhig, damit ihr hören könnt, dass das Ding brummt. Es ist jetzt nicht wirklich laut und wenn man leise Musik anhat, dann hört man es auch nicht. Aber wenn man einschlafen will, ist es, glaube ich, ziemlich störend. Warten wir mal auf die Sternschnuppe, die jetzt eigentlich bald kommen müsste. Die erscheint immer an der gleichen Stelle in einem Abstand von 30 Sekunden. Dadurch, dass das Bild rotiert, ist es aber nicht ganz so öde, wie es sich jetzt anhört. Oh, da war sie gerade.
das nochmal anders fokussieren, damit ihr die Galaxie ein bisschen besser seht. Also die Milchstraße ist das, glaube ich. Leider ist in der Beschreibung nicht dabei, was man wo sieht. Auch später bei der Projektionsscheibe mit den Sternenbildern sieht man die Sternenbilder, aber wenn ihr euren Kindern erklären wollt, was der große Wagen, was der große Bär ist, dann solltet ihr vorher schon Bescheid wissen oder euch das Wissen irgendwie vorher besorgen, da nur die Linien eingezeichnet sind. Gut, das wäre jetzt die nördliche Hemisphäre. Jetzt als nächstes lege ich mal die nördliche Hemisphäre mit den Sternenbildlinien ein. Schon gleich scharf, sehr schön. Dann stellen wir auch hier mal die beiden Funktionen dazu ein. Ich würde euch jetzt sehr gerne erklären, was ihr wo gerade seht, aber ich bin da leider kein Experte. Früher hätte ich euch das noch sagen können. Aber so ziemlich jeder Hobby-Astronom von euch wird da wahrscheinlich mehr wissen. Auch wenn das jetzt auf dem Video vielleicht nicht so rüberkommt, also man sieht wirklich ein riesiges Sternenmeer und es ist schon beeindruckend. Gut, dann nehmen wir die nächste. Die ist jetzt nicht im Lieferumfang enthalten und ihr solltet auch wissen, ihr müsst immer das Gerät ausschalten, bevor ihr die Scheibe auswechselt, weil die Schublade lässt sich leider nicht entfernen, während das Gerät läuft. So, jetzt haben wir die südliche Hemisphäre. Wie schon vorher erwähnt, meine Lieblingsprojektionsscheibe. Denn anders als die beiden Projektionsscheiben, die im Lieferumfang enthalten sind, habt ihr hier Farbe. So, und los geht's. Oh, schön. Gleich scharf. Sehr schön. Auch hier mache ich wieder die beiden Funktionen an. Und die Homestar brummt los. Das ist schon ein wunderschönes Bild. Und definitiv schöner als einfach eine kahle Wand. Derjenige, der diese Scheiben entwickelt hat, soll auch die Scheiben für Planetarien anliefern und hat mehrere Innovationspreise gewonnen. Insofern kann man davon ausgehen, dass das alles auch so akkurat wie möglich gehalten wurde. Sehr schön. Jetzt machen wir die nächste. Jetzt schauen wir uns mal die Andromeda-Galaxie an. Kann man schon auf der Scheibe sehen. Die sind leider nicht beschriftet, also müsst ihr jedes Mal, ja, wobei man sieht ja, was man darauf sieht, aber. So. Das nicht. Die ist auch ganz nett, finde ich jetzt aber nicht so spannend wie die nördliche und die südliche Hemisphäre, wenn ich ehrlich bin. Okay,
hätten wir jetzt die Andromeda-Galaxie. Als nächstes schauen wir uns mal die dunkle Seite des Mondes an und der Erde. Und es kann wieder losgehen. So. So ganz rund sieht es nicht aus. Aber das kann, wie gesagt, auch daran liegen, dass wir das hier auf einer flachen Wand ansehen und nicht in einer Kuppel. Wenn wir das Ganze ein bisschen tiefer nehmen. Auch nicht wirklich. Schade, dass das so verzerrt ist. Okay, dann schauen wir uns mal die Tagesseite der Erde und des Mondes noch an. Das ist dann auch die letzte möglich erhaltbare Disk. Das heißt, mehr Auswahl gibt es von Segaplus bisher noch nicht. Und alle anderen Hersteller, die auch Projektionsdisks haben, die Scheiben haben alle unterschiedliche Größen. Deswegen die dann leider nicht passen. Die Geräte haben auch keinen USB-Anschluss oder irgendeinen anderen Anschluss, dass man die vielleicht mit dem Internet verbinden könnte, um sich andere Bilder darauf anzugucken. Das geht leider nicht. Wobei das Ganze sowieso für mich ein kleines bisschen Erinnerung an die Schule wachruft mit den Overhead-Projektoren. Dadurch, dass die Erde und der Mond so verzerrt dargestellt werden, finde ich die Scheiben jetzt irgendwie nicht ganz so schön. Gut. Das wäre es jetzt an möglichen Discs, die erhältlich sind. Wenn ich euch eine Empfehlung geben dürfte, dann würde ich sagen, kauft euch eher die südliche Hemisphäre dazu und die Andromeda-Galaxie. Klar, wenn ihr die Erde haben wollt, gibt es natürlich auch, aber weiß ich nicht, ob sich da die 30 Euro lohnen. Das Gerät liegt bei ungefähr 130 Euro, wenn ihr das bei Amazon euch kaufen wollt oder in irgendeinem anderen Online-Shop. Die Verpackung eignet sich dadurch, dass sie so matschig ist und dünn, nicht wirklich als schöne Aufbewahrung. Aber wenn ihr das im Regal stehen habt, ist das natürlich auch so schön. Kleinen Todesstern im Regal. Ich hoffe, das hat euch eure Kaufentscheidung ein kleines bisschen erleichtern können und freue mich auf den nächsten Test. Tschüss!